In 18 Stunden ist es wieder soweit, dann können wir wieder loslegen. Gebäude 21, die neue Map im DMZ-Modus ist wieder verfügbar. Das ist jetzt, heute ist Freitag, also Samstagmorgen. Ich wurde gefragt, kann man das denn spielen, wenn man Modern Warfare 2 nicht besitzt? Ja, also es ist komplett kostenlos. DMZ ist kostenlos und auch die Maps sind kostenlos, aber sie sind eingeschränkt. Entwickler haben gesagt, dass Gebäude 21 kommen und gehen wird. Also es wird immer nur über einen bestimmten Zeitraum zugänglich sein. Und wenn ihr da rein möchtet, braucht ihr auch diese Zugangskarten, das sind diese DRC-Gebäude-21-Karten. Und ich erkläre euch heute nicht nur, wie ihr und wo ihr sie findet, sondern vor allem, wie ihr sie am besten findet, damit ihr die Karten habt, um direkt auf die Map zu gehen, wenn sie dann freigegeben wird. Fangen wir direkt mit der DRC-Gebäude-21-Karte an, so sieht sie aus. Ich habe hier ein paar davon. Diese Karten haben eben diese Keycard-Form, haben ein Schlüsselsymbol oben drauf und die Bezeichnung DRC Gebäude 21. Aufpassen hier, denn es gibt noch viel mehr Karten. Und zwar gibt es zum Beispiel diese rote Karte hier. Das ist ebenfalls eine Karte für das Gebäude 21. Allerdings schließt man damit Bereiche innerhalb der Map auf. Also besondere Bereiche, die besonderen Loot haben, besondere Gegenstände. Das heißt, hier könnt ihr nochmal spezielle Räume in Gebäude 21 aufschließen. Das heißt, ihr müsst diese rote Karte auch mitnehmen. Und ihr seht, sie hat diesen abgenutzten Zustand. Das heißt, man kann diese Karten auch mehrmals benutzen. Und das Ganze hier mit der blauen Zugangskarte ebenfalls. Davon habe ich jetzt zum Beispiel nur 3, die ist schon ein bisschen seltener. Und auch die müsst ihr mit reinnehmen, könnt ebenfalls einen Bereich aufschließen. Zusätzlich gibt es noch grüne Karten. Grüne Karten findet ihr auf Gebäude 21 in einem Tresor. Und die schwarzen Karte findet ihr nur beim Boss auf Gebäude 21, also wirklich extrem selten. Jetzt gibt es verschiedene Methoden, diese Schlüssel, diese Keykarten zu farmen, damit ihr sie bereit habt, wenn Gebäude 21 geöffnet wird und dann nicht erst anfangen müsst, nach Schlüsseln zu suchen. Und zwar gibt es da 4 grundsätzliche Methoden. Und die erste Methode, ich fange mit der schlechtesten an. Für mich die schlechteste. Ich muss hier an dieser Stelle betonen, es kann natürlich für euch anders sein. Für mich am schlechtesten ist es, die VIP-Ziele zu killen, beziehungsweise Festungen einzunehmen. Und zwar hat sowohl der VIP eine Möglichkeit, eine Schlüsselkarte bei sich zu haben, als auch die Schildträger in Festungen. Also Schildträger in Festungen haben ebenfalls eine Möglichkeit, einen Key bei sich zu tragen. Wenn sie sterben, dann liegt dieser Key auf dem Boden. Ihr müsst also auch wirklich den Boden absuchen, ob da der Schlüssel auf dem Boden liegt. Und ja, es kann sein, dass sie eine Keykarte droppen. Entweder eine Zugangskarte oder eine blaue oder eine rote Karte. Es ist aber relativ mühselig, daran zu gehen. Für mich als Solo-Spieler erst recht. Und dann noch die Drop-Chance nicht ganz so hoch vom Gefühl her. Aber auf jeden Fall eine Legit-Alternative zu den anderen Methoden. Die zweite Methode finde ich persönlich schon sehr, sehr viel angenehmer. Und zwar ist das das Looten von orangenen Boxen. Ja, diese seltenen, man sagt ja auch fast schon legendäre Boxen dazu, die können eine Schlüsselkarte beinhalten. Jetzt ist es so, dass zeitgleich zum Release von Gebäude 21, oh mein, da haben sie zeitgleich die ganzen orangen Boxen extrem genervt. Ich habe es im letzten Video schon angesprochen, der High Loot Spot, der Flughafen, der so viele orangene Kisten hatte, der wurde komplett genervt. Also im Außenbereich gibt es gar keine orangenen Kisten mehr. Zum Glück gibt es diese noch innerhalb, aber auch da wurden sie verändert. Ihr müsst jetzt, wenn ihr die alten Positionen kennt, euch ein bisschen umorientieren. Die Kisten liegen teilweise woanders, teilweise sind sie komplett weg. Also auch da wurde viel geändert, die orangenen Kisten extrem stark zurückgenommen. Ihr seht, die Entwickler scheinen den Wert erhöhen zu wollen von orangenen Kisten, die Seltenheit. Aber ja, leider damit auch weniger Schlüsselkarten zu farmen. Also im Flughafen gibt es noch eine Möglichkeit. Sehr, sehr, sehr beliebt. Und momentan der Lootspot Nummer 1 auf der Karte ist das Hotel. Raum Nummer 302. Da sind 2 garantierte orangene Boxen und auch High-Loot-Areale. Also ihr könnt da auch sehr viel Gold mit rausnehmen. Ansonsten haben wir noch den Static Cave-Komplex. Es gibt noch so ein paar Bereiche, wo orangene Kisten sind. Aber es ist selten geworden. Aber wenn ihr eine seht, dann rein da. Und natürlich ist das Attraktivste momentan für orangene Kisten, auf den fahrenden Zug zu springen, wenn er bei euch vorbeifährt. Einfach mal, wenn er vorbeifährt, reingucken, einen Blick werfen, ist er schon gelootet. Wenn er noch nicht gelootet wurde, dann farmt die orangen Kisten ab. Ich meine, momentan sind 2, die ändern das auch ständig. Die orangene Kiste ganz hinten auf dem Waggon ist jetzt auch mittlerweile entfernt worden. Es wird weniger und weniger und weniger. Aber in dem vorderen Waggon ist noch eine orangene Kiste. Ich meine, zum jetzigen Zeitpunkt sind es 2. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal kurz raufzuspringen und einen Blick zu riskieren, wenn der Zug bei euch vorbeifährt. Kommen wir zu der dritten Methode und das ist meine Go-To-Methode. Ich liebe diese Methode. Nicht nur, weil sie meiner Meinung nach die effektivste ist, sondern auch, weil sie so viel Spaß macht. Es macht Spaß. Ja, es macht Spaß. Also ihr geht auf die Map
und ihr sucht euch die Raketenstellung. Ja, ich muss lachen, das macht Spaß, weil manchmal denkt man, dieses Farmen ist einfach nur absolut anstrengend und mühselig. Es ist vielleicht auch, wenn man so ein bisschen krampfhaft das versucht. Aber ja, fangen wir an, die Raketenstellungen zu suchen. Das ist Punkt Nummer 1. Ihr guckt, wo sind Raketenstellungen. Und ich als Solospieler muss ein bisschen gucken, welche Raketenstellungen davon für mich sinnvoll sind. Also wenn ich Raketenstellungen habe, direkt neben einem Ausgang zum Beispiel, direkt neben einem Koffer, direkt neben der radioaktiven Zone oder direkt neben anderen gewissen Hotspots, dann fallen diese Raketenstellungen tendenziell erstmal raus und ich konzentriere mich auf die Raketenstellungen, die diese Punkte nicht beinhalten, die also relativ abgelegen sind und relativ safe sind. Da reden wir genau von Raketenstellungen zum Beispiel im Südwesten, von Raketenstellungen im Nordwesten und in der Mittekarte gibt es auch ein paar schöne Raketenstellungen, die man relativ safe einnehmen kann. Selbst die Raketenstellung am Flughafen unten ist relativ safe, weil man sie, wenn man ein Boot hat, nach Süden raus dann auch ausweichen kann. Jedenfalls, ihr geht hin und nehmt so eine Raketenstellung ein. Sobald ihr das Display berührt, läuft ein Timer los, den müsst ihr abwarten. Manchmal müsst ihr euch gegen Horden von Gegnern verteidigen. Auch da kommt es so ein bisschen an, wo ihr die Raketenstellung einnimmt. Zum Beispiel die nordwestliche, ganz oben im Steinbruch. Da ist es so, dass ihr tatsächlich gut angegriffen werdet. Dagegen die Stellung im Südwesten hier, da landen zwar auch Hubschrauber, aber die kommen gar nicht rüber, weil wenn ihr euch hinlegt und keinen Sichtkontakt habt, die Gegner nicht getriggert werden. Also ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ja, ihr wartet das Ganze ab, verteidigt euch und sobald die Raketenstellung eingenommen ist, müsst ihr nicht mehr in der Nähe bleiben, ihr könnt dann einfach weggehen. Die Raketenstellung arbeitet ab jetzt autark. Und zwar ist es so, dass sie auf jedes Flugobjekt schießt, was in Reichweite kommt. Jedes. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel an Ort und Stelle bleibt, dann erhöht ihr das Risiko, dass Hubschrauber landen, weitere Verstärkungseinheiten abgeliefert werden. Und diese Hubschrauber werden durch diese Raketenstellung angegriffen. Dadurch, dass die Raketenstellung aber nur begrenzt Raketen hat, kann es sein, dass ihr diese wertvollen Rakete dann für Hubschrauber verschwendet. Also, ich würde, nachdem die Raketenstellung eingenommen ist, so schnell wie möglich abhauen, damit nichts getriggert wird und dann schauen, dass der Raketenwerfer die Flugzeuge angreift. Wenn ihr aus der Karte rauszoomt, seht ihr nämlich schön in Übersicht so die wertvollsten, die wichtigsten Informationen, und zwar Flugzeuge und Kisten. Alles andere wird ausgeblendet. Ich finde das eine sehr, sehr praktische Übersicht, wenn man sich das Ganze so anschaut. Und ihr seht, die Flugzeuge müssen relativ nah an eine Raketenstellung ranfliegen. Also sagen wir so 50% der Karte müssen sozusagen überwunden sein, damit die Raketenstellung in Reichweite ist. Dann werden Raketen abgefeuert und manchmal trifft die erste, manchmal erst die dritte. Es ist ja unterschiedlich. Aber in der Regel schafft eine Raketenstellung, zwei Transportflugzeuge abzuschießen. Das heißt, dadurch, dass jedes Transportflugzeug eine Kiste abwirft, habt ihr die Möglichkeit, pro Raketenstellung zwei Kisten zu farmen. Und hier ist der springende Punkt, deswegen machen wir das Ganze. Diese Vorratskisten haben meiner Meinung nach mit die höchste Wahrscheinlichkeit, einen Schlüssel zu beinhalten. Vielleicht ist es auch so ein bisschen aus meiner Perspektive, weil ich diese Kisten so häufig farme, dass ich relativ oft Schlüssel drin habe. Aber ihr wisst es, in den Livestreams, ich mache ja alles live, es ist alles nachschaubar. Wir haben wirklich viele Kisten gelootet und wir haben fast jede Runde eine Schlüsselkarte gefarmt. Der Punkt ist, ihr müsst aufpassen, es kann natürlich sein, dass sie sagen, okay, es sind zu viele Schlüsselkarten im Umlauf, dass diese Anzahl von Schlüsselkarten insgesamt genervt wird. Wie auch immer es gemacht wird, die Möglichkeit, dass man hier eine höhere Anzahl von Kisten farmen kann, ihr könnt natürlich auch mehr Raketenstellungen einnehmen, erhöht generell die Wahrscheinlichkeit, einen Schlüssel zu finden. Dazu kommt, dass wenn ihr aus der Karte rauszoomt, nicht nur eure Kisten seht, sondern alle Kisten. Das heißt, wenn ein gegnerisches Team eine Raketenstellung einnimmt und ein Flugzeug abschießt und diese Vorratskiste auf dem Boden landet, könnt ihr hinfahren und diese Kiste einnehmen, bevor der Gegner da ist. Also das ist auch eine sehr, sehr effektive Methode, wenn auch etwas gemein vielleicht, aber auch sehr lustig kann es sein. Also auch das erhöht nochmal die Wahrscheinlichkeit für euch Schlüssel zu bekommen, wenn ihr tatsächlich diese ganzen Kisten abfarmt. Diese Methode könnt ihr bis zum Ende einer Runde anwenden. Das heißt, selbst in der Zeit, wo sozusagen die radioaktive Zone sich verbreitet und ausbreitet, selbst da können noch Flugzeuge abgeschossen werden. Also das Ganze geht bis zur letzten Minute. Dazu kommt noch, dass ab der 10. Minute das Versorgungsflugzeug kommen kann. Das ist ein gelbes Flugzeug, welches goldene Kisten ablädt. Und auch hier können Schlüssel drin sein. Ich muss sagen, zu meiner persönlichen Überraschung, dass in diesen goldenen Kisten ich weniger Schlüssel gefunden habe als in den weißen Kisten. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren sagen, ob das nur bei mir ist, ob das eine Ausnahme ist oder ob ihr dieselbe Erfahrung gemacht habt. Würde mich sehr, sehr interessieren, weil ich hätte erwartet, dass in den goldenen Kisten mehr Schlüssel zu finden sind. Meine Erfahrung war es, vielleicht war es aber auch nur Zufall, dass ich da weniger gefunden habe.
Aber gut, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich einfach so massig viel an weißen Kisten gefarmt habe. Hier noch der Hinweis, das gelbe Flugzeug kann man nicht abschießen, also wundert euch nicht, wenn die Raketenstellung keine Raketen auf das gelbe Transportflugzeug abfeuert. Und denkt auch dran, dass die Kisten, die von diesem gelben Transportflugzeug abgeworfen werden, irgendwie viel, viel länger brauchen, um zu landen. Also die haben einen höheren Weg zurückzulegen und sind in der Regel immer in einer Reihe. Das heißt, ihr könnt auch versuchen, alle drei Kisten in Folge zu farmen. Denkt dran, dass diese Kisten eher noch contested sind, also dass andere Teams hier auch draufgehen werden. Achtet so ein bisschen auf eure Umgebung und ja, versucht diese Kisten mitzunehmen, wenn sie landen. Kommen wir zu der vierten Methode und die vierte Methode, würde man jetzt vielleicht erwarten, ist die beste. Meiner Meinung nach, nein, ist sie nicht, aber sie kommt als letztes, weil wir hier von Wahrscheinlichkeiten ausgehen und die vierte Methode hat die höchste Wahrscheinlichkeit, einen Schlüssel zu finden. Aber es geht hier nur um eine Kiste und zwar ist das die Kiste, die der Commander-Hubschrauber fallen lässt, ja? Der Commander-Hubschrauber, wer ihn noch gar nicht abgeschossen hat, der lässt immer eine Kiste fallen. Da ist ein Totenschädel-Symbol drauf. Und zwar ist das so, dass ihr diesen Hubschrauber abschießen könnt mit LMGs, panzerfreie Munition, mit Brandmunition, aber auch mit Raketenstellungen. Da gibt es eine sehr schöne Taktik, dass ihr Hubschrauber sozusagen triggern könnt. Also das heißt, ihr schießt den Commander-Hubschrauber an und der Kommandohubschrauber wird daraufhin auf eure Position zufliegen. Wenn ihr eine Raketenstellung eingenommen habt, heißt das, dass die Raketen auf den Kommandohubschrauber fliegen und ihr den Hubschrauber ziemlich schnell downen könnt. Also das ist die effektivste Methode, denke ich, einen Hubschrauber lahmzulegen. Sobald der Hubschrauber jetzt gedownt ist, lässt er eine Kiste fallen mit einem Totenkopf-Symbol. Und diese Kiste zu farmen beinhaltet die höchste Wahrscheinlichkeit, einen Schlüssel zu beinhalten. Tatsächlich ist es aber nur ein Hubschrauber pro Runde. Es gibt diesen Commander nur einmal. Entsprechend gibt es nur eine Kiste und er ist nicht so leicht zu downen. Deswegen ist es für mich nicht die favorisierte Variante. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und auch das Potenzial dazu habt mit eurem Team oder wie auch immer oder gerade eine Raketenstellung in der Nähe ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall, den Commander mitzunehmen. Ich habe noch einen abschließenden Tipp für euch. Da geht es um die Anzahl der Schlüsselslots, weil ihr habt nur 20 Schlüsselslots. Aber davor erstmal nochmal, wie immer, vielen, vielen Dank an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal besonders unterstützen. Dankeschön dafür. Wenn euch das Video einigermaßen gefällt, würde ich mich über ein Like freuen, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo sowieso. Ihr wisst es, ich bin da wirklich sehr, 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 sehr dankbar für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Es ist Wahnsinn, was in letzter Zeit hier abgeht. Vielen, vielen Dank. Mein Tipp: Ihr habt nur 20 Schlüsselslots, das heißt, ihr müsst wahrscheinlich Schlüssel zerstören, wenn ihr Karten sammeln wollt. Ihr seht, ich habe hier relativ viele Karten. Wo sind die ganzen Schlüssel hin? Jetzt ist es so, dass wir die Schlüssel nach Stufen, Prioritätsstufen einstufen können, also nach Seltenheit und nach Wichtigkeit. Und ich habe jetzt die wichtigsten Schlüssel behalten, die wir brauchen für Quests und für Quest-Fortschritte. Und die möchte ich euch jetzt einmal zeigen, dass ihr diese Schlüssel nicht zerstört. Ihr werdet euch nämlich ärgern, wenn ihr diese Schlüssel farmen müsst, weil sie so selten sind. Fangen wir mit dem ersten Schlüssel an, den ich nicht zerstören würde. Und zwar ist das der Albaka-Untergrundschlüssel. Braucht ihr später. Der zweite Schlüssel ist der Kanal 7, der Channel 7 Schlüssel. Den braucht ihr ebenfalls für eine Quest. Wichtiger Quest-Schlüssel. Der nächste Schlüssel ist der Kontrollturmschlüssel. Das ist der Schlüssel für den Zugang zum Kontrollturm am Flughafen. Wichtiger Schlüssel. Er beinhaltet einen weiteren Schlüssel, den Poppy-Schlüssel. Der ist dort findbar. Allein deswegen ist dieser Schlüssel schon wichtig. Aber es ist auch ein Quest-Schlüssel. Also doppelt und dreifach wichtig. Dann der nächste Schlüssel ist der Kran-Kontrollraumschlüssel. Den habe ich zweimal. Dieser Schlüssel, muss ich direkt mal zerstören, ist wichtig ebenfalls für eine Quest. Also ihr müsst auf den Kran, ich glaube das ist Black Mouse 3, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall auch ein Questschlüssel, Kran, der Kranschlüssel. Dann der nächste Schlüssel ist der Satic Poppy Farmhouse Schlüssel. Oh mein Gott, das ist wahrscheinlich der wichtigste und vielleicht sogar der seltenste Schlüssel. Nein, es ist nicht der seltenste, es gibt noch ein paar krassere, wo ihr einen Schatz finden könnt in einem versunkenen Schiff und so weiter. Aber dieser Schlüssel ist wirklich wichtig. Er ist zum einen ein Questschlüssel, ganz, ganz wichtig für die Black Mouse Fraktion, die ihr machen müsst, um euren zweiten Waffenslot abzuschließen. Ihr kriegt diesen Schlüssel über eine Quest. Jetzt habe ich von so vielen Leuten gehört, dass sie diesen Schlüssel zerstört haben, weil sie dachten, oh, den brauche ich ja eh nicht. Und er ist super schwer zu finden. Das heißt, die Leute sind dann stecken geblieben, konnten ihre Quest nicht machen. Ich habe meinen Questschlüssel bekommen, ihn behalten, weil ich wusste, dass ich ihn brauche. Hab dann die Quest gemacht und bin gestorben. Hab den Schlüssel verloren. Also auch ich hatte den Schlüssel nicht. Katastrophe. Ich habe ihn mittlerweile wieder gefunden. Sogar zweimal. Aber das ist absoluter Zufall. Und ich spiele auch relativ viele Runden. Also der Satic Poppy Farmer Schlüssel. Ein Elend, diesen Schlüssel
zu finden, bitte behaltet ihn auf jeden Fall. Alle anderen Schlüssel kann man wegschmeißen. Kann man wegschmeißen, wenn ihr Plätze braucht. Sie haben nicht so eine hohe Prioritätsstufe wie diese 5 Schlüssel. Merkt einfach diese 5 Schlüssel. Albarka Untergrund, Kanal 7, Kontrollturm, Kran und Poppy. In dem Sinne wünsche ich euch schon mal schöne Festtage, wenn ihr das Video vor Weihnachten guckt. Ein schönes, besinnliches Fest. Denkt dran, eine Zeit der Ruhe, wo man ein bisschen runterkommen kann. Genießt es. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Viel, viel, viel Erfolg bei dem Schlüsselfarm und bei Gebäude 21. Ich sage an dieser Stelle hasta luego, hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.